Hallöchen und herzlich willkommen zurück hier auf meinem Kanal. Ich bin der Gunnar alias die fette Rakete und ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Reaction hier auf meinem Kanal. Und das Ganze natürlich in toller Zusammenarbeit mit Adrian von Turkjörd. Schön, dass du wieder mit am Start bist, denn er hat sich ja letztes Mal gewünscht, Dura Mata mit Ariel, Mermaid, Crackhead, Hooker. Und da schalten wir gleich ein, das ist eine deutsche Grindcore-Band, glaube ich. Irgendwo gelesen, glaube ich, dass der eine aus Brandenburg kommt und der andere aus Niedersachsen oder so weiter. Ich bin mir gerade nicht so hundertprozentig sicher. Bevor es losgeht, gestern kam Dan Vesk online mit My Heart Will Go On. Vielen lieben Dank für diese unzähligen Aufrufe und Kommentare. Freue ich mich sehr darüber, dass das Video so gut angekommen ist. Generell, wenn ihr Wünsche habt oder mal im nächsten Video gegrüßt werden wollt, haut es gerne in die Kommentare. Ich versuche es nachzulesen und das im nächsten Video dann zu machen. Aber eins vorab, morgen kommt noch ein Video, das steht schon mal fest. Da wird es dann um so Oldschool Heavy Metal gehen und auch da habe ich einen Gastbeitrag von dem Völle Rock, denn ich habe ihn angesprochen, weil ich das Video mal kurz reingehört habe. Ich dachte, oh, das könnte was für Völle sein. Und der hat mir heute ein Video geschickt. Also morgen kommt noch mal ein Video mit einem Gastbeitrag mit Völle und meine Musiktipps für die Apokalypse. Das nochmal schon als Information. Wird, denke ich mal, morgen auch so gegen 18 Uhr, 17 Uhr online kommen. Freut euch immer drauf. Jetzt gehen wir erstmal rein zu Dura Mata, Ariel, Mermaid, Crackhead, Hooker. Was für ein geiler Text. Und dann kommt natürlich Adrian und dann gebe ich auch noch meinen Senf dazu. So, Grindcore ist ja eigentlich so gar nicht so meine Schiene. Ich bin jetzt schon gespannt. Let's go! Es wird bestimmt so ein übelst Gegrunze sein. Scheiße, ist der tief. Was? Poseidon's dick full of patina. Ich habe da irgendwas mit Vagina gelesen. Ariel, Mermaid without Vagina. Heißt es. Ah, das Ganze stammt aus ihrem kommenden Album, oder ist es schon erschienen? No Brain, No Brain, No Pain. Ist ja auch geil. Ah, herrlich. Ladyboy, Doktor. Das ist schon wieder so lustig, das ist schon wieder so extrem, dass es schon wieder lustig ist. Die Geräusche! Die Geräusche! Jawohl, Alter! I don't know what I'm doing.
war's schon? Ach, krass. Huch. Ah, herrlich. Dann gucken wir erstmal, was Adrian zu sagen hat. Ich mag das dicke Grinsen im Gesicht. Na los, jetzt geht's. Hallo Gunnar, Adrian von Tod gehört hier und ich hoffe, du hast mich nicht. Nö. Ich weiß, ich habe dich beim letzten Mal mit Spanky Ham schon ganz schön traktiert und jetzt habe ich dir Dura Mata gegeben mit Ariel Mermaid Crackhead Hooker. 3:12 Purste, Hochkultur, geilster Sound, beste Band überhaupt. Ja, ich weiß. Ich bin wirklich gespannt, wie du darauf reagiert hast, weil das war jetzt keine leichte Kost. Ich sag mal so, wenn man eine Kaffeemaschine, die, naja, schon ordentlich verkalkt ist und diese entsprechend röhrt, an einen Subwoofer anschließt, dürfte das rauskommen. Das klang schon sehr, sehr... Das klang gerade echt extrem genau wie der Sänger. Sehr geil. Ja, brutal, tief, guttural, wie man das auch immer bezeichnen mag. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Keine Ahnung, das ist... Ich meine, gut, dass das Ding ein Lyric-Video war. Ich glaube, verstanden hätte man sonst gar nichts. Oder vielleicht auch schlecht, weil so konnte man lesen, was er da singen will. Und das war jetzt teilweise... Naja, das war was. Das war something, kann man sagen. Ich, ganz ehrlich, ich bin bei diesen Bands immer schon so ein bisschen überrascht, wie sehr sie es immer wieder auf die Spitze treiben können, wie plakativ man werden kann, wie abstrus man den Sound auf die Spitze treiben kann. Wahnsinn! Wer steckt eigentlich hinter der Band? Das kann ich euch schon mal ganz kurz zeigen. Ich habe hier nämlich was vorbereitet. Hier sieht man Metal Archives und hier sieht man zum Beispiel auch die netten beiden, der Mike und der Martin, die hinter der Band stecken. Mike kann man von Bowl Evacuation kennen und der Martin Jansen, der ist auch unter anderem bei Meat Knife aktiv, hier mit ihrem Album Junkie Town. Und die Band kommt zum Beispiel auch aus Lower Saxony, aus Niedersachsen, aus Emden. Genau, das ist sozusagen der Part. Und der andere mit Bowl Evacuation, der kommt aus Brandenburg. Also nicht mal so direkt um die Ecke die beiden, sondern eher so ein, naja, so ein Leidenschaftsstudio-Projekt, kann man sagen. Ich gehe mal nicht davon aus, dass sie live spielen. Haben schon ein Album draußen, Rotten, Poor and Gore. Oh, Gore. So, what you see is what you get, die kann man nicht meckern, ne? Also auch wenn man da auf die Titel guckt. Mongomosh, Kanshift. Mongomosh, Fistfuck Racing. Goopy Gore. Gore, Boomfuck. Boomfuck, Shitty Booty. Shitty Booty. Also, das ist Gore Grind, Porn Grind, wie er im Buche steht da. What? Three Dirty Bitches, Bitch Hunt, Harman Pötter, Scum Lover. Oh, herrlich. Da wird nichts für kein Blatt vor den Mund genommen. Und ich denke mal, auch bei ihrem neuen Album, was dann jetzt ansteht, No Brain, No Pain, wird das höchstwahrscheinlich nicht anders sein. Ich weiß nicht, was ich erzählen soll. Ich bin jetzt schon länger als der Song. Hab viel Spaß damit. Ich bin gespannt, was du mir das nächste Mal gibst. Ich fand es sehr, sehr wild, was wir hier hatten. Macht es gut. Auf Wiedersehen. Ja, vielen lieben Dank, Adrian, für deinen Beitrag, für diesen grandiosen lyrische Meisterwerk von Dura Mata mit Ariel Mermaid Crackhead Hooker. Ganz ehrlich, der Song ist schon wieder so extrem, dass er schon wieder extrem lustig ist. Also ich finde das witzig, ja. Ich bin immer wieder begeistert von den Grindcore-Band, wie vom Text her, und da siehst du das Logo. Dann siehst du das Albumcover, er ist schon geil. Ja, also, ja, ich bin voll bei dir. Der singt so tief, du würdest im Leben nichts verstehen. Deswegen, Lyric-Videos sind bei Grindcore-Bands scheinbar extrem angebracht. Meine Fresse, ich hätte ja nichts verstanden, aber ich fand's witzig. Also dieser ganze Mix, dieses brutale Drumming, diese extrem tiefe Stimme, es ist ja unfassbar, wie extrem tief Leute kommen können. Und dann gepaart mit diesen Lyrics, ja, und dann dieses Albumcover, was irgendwie komplett anders ist. Gut, es zieht natürlich auch das Album ab, No Brain, No Pain, was auch wiederum sehr, sehr geil ist. Aber auch schon, ich meine, das erste Album, was du ja gerade präsentiert hast, die Namen, die Titelnamen. Ja, mega geil. Ich feier das total. Ich finde das total lustig. Ich gebe es ehrlich zu, ich könnte mir das einen Song mal anhören. Ich könnte mir kein komplettes Album anhören. Also nicht am Stück. Für eine Review wahrscheinlich schon eher, aber jetzt so privat wäre mir das, glaube ich, massiv zu anstrengend. Das ist natürlich eine Geschmackssache, ganz klar, aber nichtsdestotrotz, ich habe es gefeiert, obwohl es teilweise schon wirklich extrem ist, aber
Also mir tun schon ein bisschen die Mundwinkel weh. Fand ist ja geil, war ein geiler Vorschlag. Also auch von dem Grindcore-Dealer, hast du ja gesagt, glaube ich, von dem hast du das, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere. So. Du wolltest ja auch noch empfehlen, und zwar Ravion mit The Horde. The Horde. Ich habe keine Ahnung, in welche Richtung wir uns da begeben. Ich habe das nur gesehen, ich habe das gespeichert, dachte mir, vielleicht ist das was für uns. Ist auf jeden Fall kein Power Metal, so viel kann ich dir schon mal verraten. Ich wollte dir ursprünglich Rings of Steel geben, das kommt ja morgen. Dafür habe ich mir dann den Völler rausgesucht, weil das ja dann doch eher so eine Völler-Sende Schiene ist. Bin ich sehr gespannt. Auf jeden Fall, Leute, eure Meinung zu Duramata mit Ariel Mermaid Crackhead Hooker. Alleine schon der Name. Ist das was für euch? Wenn ja, will ich das ebenfalls in die Kommentare haben. Lasst gerne ein kostenloses Abo da für tot gehört und gerne auch für meinen Kanal, damit wir weiter wachsen können und noch mehr Leute erreichen können und vor allem solche Bands mehr unterstützen können, mehr Reichweite geben können. Würde mich sehr darüber freuen. Ich bedanke mich für eure Aufmerksamkeit. Habt noch einen schönen Tag. Macht's gut. Bis dann und tschüss.